Dieser Traum ist anders. Er ist surreal. Aber dann erblickst du eine Eule mit 4 Flügeln und bist dir sicher, dass sie auf keinen Fall der Realität entspringen kann. Was machst du auf dieser geheimnisvollen Insel? Ein paar andere sind auch hier gestrandet und wirken genauso orientierungslos wie du. Ihr müsst irgendwie entkommen. Hallo liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen hier zur Regelerklärung von Dream Runners, ein Spiel von Jean Bouffour und illustriert von Jade Mosch. Das Spiel ist erschienen bei Ankama und in der deutschen Auflage bei Board Game Box. In diesem Video erkläre ich euch ausführlich die Regeln, das heißt, wenn ihr das Spiel besitzt und direkt neben dem Video auspackt, sollte es möglich sein, das direkt im Anschluss auch spielen zu können. Solltet ihr Fragen oder Anmerkungen haben, scheut euch nicht, schreibt es auch gerne in die Kommentare. Und nun viel Spaß mit der Regelerklärung und viel Spaß beim Träumen. Kommen wir nun zum Spielaufbau von Dream Runners. Zentrales Element im Spiel bilden die Traumkarten. Diese haben die Zahlen 4, 3, 2 und 1 auf der Rückseite. Für euer erstes Spiel könnt ihr die Karten, die hier unten auf der Unterseite mit einem Sternchen gekennzeichnet sind, herausnehmen, um das Spiel ein wenig zu vereinfachen. Im Anschluss nehmt ihr vom Stapel der 4er Traumkarten 2 zufällige, vom Stapel der 3er Karten 2 zufällige, platziert die Dreierkarten auf den Viererkarten. Das gleiche wiederholt ihr mit 2 Karten des Zweierstapels und 2 Karten der Einsertraumkarten. Diesen Stapel legt ihr so vorbereitet in die Tischmitte. Jeder Spieler entscheidet sich für eine Farbe, nimmt sich das entsprechend farbige Feld der Ruhe, legt es vor sich aus und platziert seinen Marker hier neben den 20 Punkten. Des Weiteren platzieren alle Spieler einen ihrer Marker auf der Sternenskala. Gebt jedem Spieler ein Set-Fragmentblättchen seiner Spielerfarbe. Das ist ein Dreier langes, ein Eckteil, ein einzelnes und ein Zweier. Damit startet ihr in das Spiel. Des Weiteren erhält jeder Spieler noch 2 Münzen zum Start. Bildet 4 Stapel der entsprechenden Fragmentblättchen und deckt jeweils das obere auf. Legt die Schatzblättchen sortiert nach ihrer Farbe, gemischt und verdeckt auf dem zentralen Spielplan bereit. Legt dann noch zu guter Letzt die Sternensplitter in den Farben Blau, Grün, Weiß, Orange neben dem Spielplan bereit, des Weiteren die Münzen und die Schlüssel. Legt die oberste Traumkarte vom Stapel verdeckt daneben, stellt die Sanduhr daneben bereit und dann seid ihr bereit und könnt das Spiel beginnen. Dream Runners spielt sich über 8 Runden, die repräsentiert werden durch die 8 Traumkarten, die in der Tischmitte ausliegen. In jeder Runde versuchen wir, unsere Fragmentblättchen möglichst ideal zu positionieren, um so die auf den Traumkarten abgebildeten Albträume zu vertreiben, Sachen einzusammeln und möglichst erfolgreich zu spielen. Das Spiel verläuft über 4 Phasen. Die 4 Phasen einer Spielrunde sind einen Traum erschaffen, auswerten, aufrüsten und die Vorbereitung für die nächste Runde. Auf das gehen wir jetzt alles nach und nach ein. Um es für euch möglichst übersichtlich zu gestalten, habe ich jetzt die Traumkarte hier direkt nebendran gelegt. Die würde eigentlich in der Tischmitte liegen bleiben und pro Runde wird eine aufgedeckt. In der ersten Runde startet damit der verträumteste Spieler. Diese wird also umgedreht und nun versucht ihr möglichst gut eure Fragmentblättchen zu positionieren. Dabei könnt ihr mit diesem roten Symbol hier Albträume vertreiben. Ihr könnt mit diesem grünen entsprechend einsammeln und die blauen, da passiert einfach nichts. Und jetzt versuchen wir quasi möglichst gut da entsprechend die Albträume hier zu vertreiben. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, das hinzubekommen. Auch blöd, die Rückseite könnt ihr nicht verwenden. So, jetzt muss man das natürlich irgendwie möglichst clever anlegen. So, ich erkläre euch auch gleich, warum es Sinn macht, entsprechend tatsächlich in diesem 3x3-Raster zu bleiben.
Sobald ein Spieler mit der Anordnung seiner Fragmentplättchen zufrieden ist, nimmt er die Sanduhr aus der Tischmitte, platziert sie hier im Feld der Ruhe, was dafür vorgesehen ist, und dreht sie um. Das kündigt er laut an und danach darf er auch seine Anordnung nicht mehr verändern. Als Belohnung nimmt er sich eine Münze und wird für diese Runde der Startspieler. Sobald die Sanduhr fertig abgelaufen ist, endet die Runde. So lange haben also noch alle anderen Spieler Zeit, ihre Fragmentplättchen zu platzieren. Ein Hinweis an dieser Stelle: Spieler müssen nicht alle Fragmentplättchen verwenden. Es kann auch über das Raster hinausgebaut werden oder entsprechend Lücken gelassen werden. Kommen wir nun zur Phase 2, Auswerten. Jeder Spieler wertet in beliebiger Reihenfolge die folgenden Effekte aus. Die Vollständigkeit des Traumes, das heißt, es wird geschaut, habt ihr in 3x3 Raster gebaut. Sollte da zum Beispiel ein Feld fehlen, dann verliert ihr pro Feld, das fehlt, im Raster eine Ruhe. Solltet ihr über das Raster hinausgebaut haben, was an manchen Stellen durchaus Sinn macht, dann verliert ihr auch für jedes, was ihr darüber hinaus baut, eine Ruhe. Konkretes Beispiel wäre dieses Blättchen so. Wäre hier eines drüber hinausgebaut, eines würde fehlen. Ich würde also zwei Ruhe dafür verlieren. Es gibt hier auf den Traumkarten sogenannte Albträume, die gilt es natürlich zu vertreiben, denn durch Albträume, da verliert man Ruhe. Dieser Albtraum hier kostet uns eine Ruhe, dieser zwei, wenn wir ihn nicht vertreiben. Jetzt schauen wir mal, was ich hier zurecht platziert habe. Ich habe diesen Albtraum hier erfolgreich abgewehrt. Dieser hier oben allerdings nicht, denn die Hand ist an der falschen Stelle. Ich verliere also eine Ruhe. Des Weiteren habe ich hier unten eine Münze gesammelt. Und ich habe hier ein ×2, das heißt, ich bekomme diesen Splitter in grün, diesen Sternensplitter zweimal. Diese Sternensplitter haben hier ein Plätzchen auf unserer Ruheleiste und werden hier oben abgelegt. Entsprechend gibt es hier natürlich noch andere Belohnungen wie Schlüssel, die man erhalten kann, oder Ruhe, oder die Schatztruhen, die man aber nur öffnen kann, wenn man eine entsprechende Anzahl an Schlüssel abgeben kann. Wichtige Infos zur Ruheskala. Solltet ihr im Laufe des Spiels immer mehr Ruhe verlieren und hier unten das Aufwachfeld erreichen, dann habt ihr leider verloren und scheidet vorzeitig aus dem Spiel aus. Das heißt, achtet immer darauf, dass ihr genügend Ruhe noch übrig habt. Kommen wir zu Belohnungen durch die Sternensplitter. Solltet ihr es schaffen, ein Set aus 4 verschiedenen Sternensplittern zu vollenden, das heißt einen in jeder Farbe zu haben, so gebt ihr die zurück in den Vorrat und geht entsprechend auf der Sternenskala ein Feld nach vorne. Das bringt am Spielende euch wertvolle Siegpunkte. Auf besondere Effekte der einzelnen Blättchen und besondere Felder sowie besondere Fälle werde ich am Ende des Videos nochmal eingehen. Springt dazu am besten an die entsprechende Stelle. Kommen wir nun zu Phase 3. Das ist Aufrüsten. Hier kann man für Münzen entweder neue Fragmentplättchen erwerben oder aber für Münzen Ruhe kaufen. Für 3 Münzen kann man, hier oben auch abgebildet grafisch, eine Ruhe erwerben. Das darf man beliebig oft machen, solange man dafür bezahlen kann. Alternativ kann man für 4 Münzen eines der ausliegenden oberen Fragmentblättchen kaufen. Ich würde mich zum Beispiel entschließen, dieses hier zu kaufen. Dann wird sofort das nächste aufgedeckt. Sollte hier auf dem Fragmentblättchen Münzen abgebildet sein, nehme ich mir diese Münzen direkt aus dem Vorrat. Sollten hierbei Siegpunkte abgedruckt sein, dann bekomme ich die erst am Spielende. Kommen wir zur letzten Phase der Runde, Vorbereitung für die nächste Runde. Legt die gerade benutzte Traumkarte zurück in die Schachtel. Der Startspieler legt die nächste Traumkarte neben dem Stapel bereit, stellt die Sanduhr zurück in die Tischmitte. Und sobald alle Spieler bereit sind, dreht der Startspieler die Karte um und die nächste Runde beginnt. Spielende nach 8 Runden und der Auswertung der letzten Traumkarte endet das Spiel. Doch wofür gibt es denn Punkte? Wofür gibt es denn Siegpunkte am Spielende? Einmal erhaltet ihr hier Traumpunkte, abhängig von eurer Ruhe. Das wären hier in meinem Fall 15.
Des Weiteren erhaltet ihr die Traumpunkte, die hier auf den Plättchen abgedruckt sind. Das wären hier 1, 2, 3, 4, 5. Und zu guter Letzt gibt es noch Traumpunkte für die Sternenskala. In meinem Fall hier 15. Das heißt, ich hätte hier jetzt 35 Punkte in Summe erspielt. Und der Spieler mit den meisten Traumpunkten gewinnt das Spiel. Bei Gleichstand gewinnt der Spieler, der noch die meisten Münzen hat. Kommen wir nun zu besonderen Feldern und besonderen Effekten. Ja, einige dieser Traumkarten haben Albträume, die gleichzeitig eine Belohnung haben. Würdet ihr diesen vertreiben, so verliert ihr hier keine Ruhe. Solltet ihr hier allerdings ein Sammelnfeld verwenden, würdet ihr hier entsprechend einen Sternensplitter einsammeln. Es gibt aber auch so geteilte Felder wie dieses hier, was Sammeln und Vertreiben in eins hat. Damit könnt ihr sowohl den Albtraum vertreiben, als auch hier die Belohnung einsammeln. Dabei ist auch egal, wie das Ganze hier gedreht ist, das Blättchen bringt in dem Fall beide Effekte. Der Doppelteinsammeln-Effekt kann natürlich nur auf ein entsprechendes Sammelfeld angewandt werden, so würde der entsprechend nichts bringen. Es gibt hier ein Feld, das nennt sich verbundene Träume. In diesem Feld sind hier mehrere Belohnungen abgebildet. Jeder Spieler, der ein Sammelplättchen darauf gelegt hat, beziehungsweise an dieser Position hat, nimmt an dieser Verteilung dieser besonderen oder verbundenen Träume teil. Beginnend vom Stadtspieler, also der Spieler, der die Sanduhr vor sich stehen hat, nimmt er sich einen dieser abgebildeten Belohnungen, der nächste Spieler eine Belohnung und so weiter in Spielreihenfolge. Wenn ihr hier einen Schatz entsprechend einsammelt, dann müsst ihr die darauf abgebildete Anzahl an Schlüssel aus eurem Vorrat abgeben. Die sehen so aus. Danach erhaltet ihr ein entsprechendes Schatzblättchen, deckt das auf und erhaltet den darauf abgedruckten Bonus. Das kann Ruhe sein, das können Sternensplitter sein oder zum Beispiel Münzen. Es gibt auch Albträume, die haben hier Sondereffekte. Da haben wir zum einen hier die Fledermaus. Wenn man diesen Albtraum nicht vertreibt, dann muss man eines der nicht genutzten Fragmentblättchen aus dieser Runde in die Spielschachtel zurücklegen. Ein besonders fieser Albtraum ist die Krake, denn wird die nicht vertrieben, so verliert man einen Ruhepunkt für jedes in dieser Runde benutzte eigene Sammelblättchen. In Kombination mit der Krake gilt auch dieses Blättchen nicht als zwei Sammelsymbole, sondern nur als ein Sammelfeld. Legt ihr einmal zwei Blättchen so, dass ihr eine Schatztruhe damit öffnen könntet, dann müsst ihr, sofern ihr die Schlüssel habt, die Schatztruhe auch zweimal öffnen. Und glaubt mir, das wollt ihr auch. Auf diesen Feldern erhaltet ihr einen beliebigen Sternensplitter. Wichtig ist zu wissen, nehmt ihr ein Mal-2-Feld, dann bekommt ihr eine Farbe zweimal, nicht zwei verschiedene Farben. Solltet ihr das Mal-2-Feld auf verbundene Träume anwenden, so erhaltet ihr, wenn ihr euch einen der Boni nehmt, den Bonus doppelt. Ja, das war's von der Regelerklärung von Dreamrunners. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da und dann sehen wir uns hoffentlich in einer der nächsten Regelerklärungen wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Spielen, angenehme Träume, macht's gut und tschüss!